bin echt gespannt, was da jetzt drin ist. Einen gestreiften grauen Blazer, schwarzes Kleid, eine Longbluse. Ich bin auf deine Looks gespannt. Viel Spaß. Das ist, glaube ich, echt nicht so einfach. Hallo ihr Lieben, ich bin Cecile. Man kennt mich vielleicht auch unter dem Namen Theodora Flipper. Ich bin Plus-Size-Bloggerin vom Soulfully-Blog von Otto und übernehme heute das Style Diary Spezial. Und genau deswegen habe ich ein Paket von Otto bekommen. Ich bin echt gespannt, was da jetzt drin ist. Oh, da ist ein kleines Briefchen von der lieben Aminata. Liebe Cecile, du wirst heute ein Otto-Haul zum Thema Layering für uns machen. Aber nicht so schnell. Ich habe noch drei Aufgaben für dich, die du erfüllen sollst. Aufgabe 1. Setze mit einem Outfit dein Lieblingskörperteil in Szene und mache ein typisches Instagram-Pick. Aufgabe 2. Stelle ein Outfit zusammen, das sowohl bei warmen als auch bei kaltem Wetter funktioniert. Und Aufgabe 3. Dein drittes Outfit soll erst alltagstauglich und später für eine Girls' Night Out funktionieren. Ich bin auf deine Looks gespannt. Viel Spaß. Puh, das ist, glaube ich, echt nicht so einfach. Vor allem Layering im Sommer, in der Übergangszeit, aber ich schaue mir jetzt die Sachen gleich mal an. Hier haben wir einen gestreiften grauen Blazer, ein schwarzes Kleid, ein gelbes Kleid. Hier sehe ich eine Longbluse in weiß. Hier rosa, ein Strickjäckchen. Da haben wir noch einen Top. Ich glaube, ich habe schon eine Idee fürs erste Outfit. Dann schmeiße ich mich doch gleich mal in Schale und probiere mich mal an der ersten Aufgabe. Da bin ich wieder und ich trage mein erstes Outfit, was mein Lieblingskörperteil in Szene setzt. Das Lieblingskörperteil von mir sind meine Beine, auch wenn man sie hier jetzt nicht sieht. Ich trage jetzt hier einen Jeansrock. Dazu trage ich ein schlichter schwarzer Spitzentop, darüber eine gelb-weiß gestreifte Bluse und einen Longblazer in weiß. Ist so ein sommerlicher Layering-Look. So sieht der fertige Look aus. Es ist so mein Markenzeichen, dass ich meine Beine zeige, was einfach so, ja, eine schöne Stelle an meinem Körper ist. Was ist denn eure liebste Stelle an eurem Körper? Das würde mich echt interessieren. Könnt ihr ja mal kommentieren und dazu schreiben. Und warum mögt ihr dieses Körperteil am liebsten? Dann muss ich jetzt aber noch ein Instagram-Picture machen, ein typisches. Ich achte immer darauf, dass ich mich im Ganzen drauf bekomme. So sieht das Instagram-Picture aus, das typische. So, jetzt aber zum zweiten Outfit. Stelle ein Outfit zusammen, das sowohl bei warmen als auch bei kaltem Wetter funktioniert. Okay, da bin ich auch schon wieder mit meinem zweiten Outfit für wärmere und für kühlere Tage. Ihr könnt vielleicht schon erkennen, es sind drei Schichten. Ich trage es jetzt wieder mal offen. Ich zeige euch jetzt den ganzen Look. Moment, ich gehe zurück. Ich trage ein gelbes Knopfkleid, was ja diesen Sommer absolut im Trend ist. Darüber trage ich eine weiße Leinenlongbluse, die super gut vom Material zu diesem gelben Kleid passt. Und eben für kühlere Tage habe ich mir die rosa Weste, rosa Longcardigan, Weste sagt man nur in Bayern, drüber geworfen, damit eben auch dieser Layering-Look entsteht. Und hier ist es auf jeden Fall so, Obacht bei der Form, ja? Gerade wenn ihr mehrere Sachen übereinander trägt und eben ein bisschen mehr auf den Rippen habt, so wie ich, dass ihr wirklich eine Mitte schafft. Die schaffe ich durch dieses Schleifchen, was hier dabei ist, der Bindegurt, dass man einfach sieht, okay, hier ist eine Form und es ist gewollt, dass es hier ein bisschen, ja, voluminöser, lockerer ist. Wenn ihr jetzt alles so locker hättet, ja, und das Kleid auch locker sitzen würde, dann wäre es nicht so vorteilhaft. Deswegen einfach schauen, dass alles schön, ja, sag ich mal, dass eben eine Form da ist und der Rest fließend ist und dann funktioniert es super gut, dieser Layering-Look. Das ist jetzt so mein Style für die wärmeren Tage. Wenn ich jetzt diesen Cardigan ausziehen würde, was ich jetzt auch gleich mal mache, dann habe ich ein Outfit für kühle Tage, also wenn es draußen kalt ist und ohne den Cardigan, wenn es eben schön warm ist. Und wenn es so ist, dass ihr sagt, oh Gott, ist mir auch zu warm, dann einfach runter damit und habt trotzdem ein schönes Kleid. Kombinieren könnt ihr Gelb sehr gut mit Gold oder auch mit jeglichen anderen Accessoires, die euch gut gefallen. Ja, mich würde interessieren, seid ihr denn eher so der Sommer- oder seid ihr eher so der Wintertyp? Stimmt doch einfach mal ab, Sommer- oder Wintertyp, hier oben in der Infocard. Ich schmeiß mich dann noch in meine drittes Outfit. Ein alltagstauglicher Look, der auch für die Girls Night Out funktioniert. Kriege ich hin. Okay, mein letzter und dritter Look
Ja, einmal läufe ich hin und zurück, damit ihr sehen könnt. Ich trage hier nämlich jetzt einen Long Blazer, grau-weiß gestreift, so ein bisschen Nadelstreifen-Look. Ein schlichtes weißes Oversized-Shirt. Und was ihr jetzt gleich sehen könnt, ihr denkt jetzt sicher, es ist ein Rock. Es ist aber kein Rock, es ist ein Kleid. Und ich habe mir wieder meinen goldenen Gürtel zur Hilfe geholt. Es ist wirklich jetzt so ein typischer Layering-Look. Schwarzes Kleid, trage darüber ein schlichtes weißes Shirt und mach's ein bisschen Business tauglich, alltagstauglich mit dem Long Blazer. Ich finde den Look echt gut fürs Büro zum Beispiel. So laufe ich auch öfters mal rum. Aber für die Girls Night Out mache ich jetzt Folgendes. Es ist immer noch Layering, wenn ich diesen Blazer dazu trage, weil Blazer kann man ja mittlerweile wirklich sehr, sehr gut auch zu Partys anziehen. Machen ja auch ganz viele Mädels. Und ich mache hier jetzt einen kleinen Striptease. Zack. Und ziehe mir hier den Blazer wieder an und habe meinen Ready for the Night Look. Das wäre dann wirklich so der Look für den Abend. Das Kleid ist wirklich federleicht und hat hier auch noch so einen kecken Beinschlitz. Das wäre mein drittes Outfit. Ja, liebe Aminata, ich hoffe, dass ich die Aufgaben nach deinem Geschmack erledigt habe und bin wahnsinnig gespannt, wie dir meine Looks gefallen. Nächste Woche bist du an dieser Stelle wieder dran. Und damit ihr die neueste Style Diaries Folge bzw. die neue Episode nicht verpasst, solltet ihr unbedingt diesen Kanal abonnieren. Irgendwo hier müsste der Abonnier-Button sein. Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und kommentiert gern und schreibt rein, wie ihr den Look fandet oder beziehungsweise die drei Looks. Und für alle, die Lust auf tolle Outfits auch in großen Größen bekommen haben, ab dem 11.09. gibt es auf otto.de die exklusive Übergrößenkollektion von The One and Only Guido Maria Kretschmer. Also bitte nicht verpassen, bleibt dran, schaut hier rein und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß und bis bald. Ciao!